Ich glaube, das Mindeste, was wir hier in Deutschland, in Hessen und auch in Main-Kinzig-Kreis tun können, dass die Menschen, die zu uns kommen, einfach auch, sage ich mal, eine vernünftige Erstversorgung bekommen und einfach auch eine Zufluchtsstätte. Wir rechnen damit, dass die Bundesrepublik Deutschland 1 Million Menschen aufnimmt. 1 Million Menschen heißt konkret für uns hier beim Kinzig-Kreis bei gut 6.000 Frauen, Männer, die wir hier aufnehmen, versorgen, einfach auch unterbringen müssen hier bei uns im Main-Kinzig-Kreis. Es sind ganz viele Wohnungen schon angeboten worden, Familien, die gesagt haben, wir sind bereit aufzunehmen. Und das ist zum Teil schon in Anspruch genommen worden. Zum anderen Teil setzen wir jetzt erstmal auf die großen Unterkünfte hier, die aber natürlich auch nur vorübergehend eine Lösung darstellen können. Und wir werden all die Hilfsangebote, die jetzt schon gemacht wurden, zum Teil noch nicht in Anspruch genommen worden sind, ob das Wohnungen betrifft, Sachspenden und so fort, die werden wir im Laufe dieser Krise noch brauchen. Haben, muss man natürlich erstmal ganz vielen Dank an unsere Sportlehrer sagen, weil unsere Sportlehrer verzichten jetzt sozusagen auf ihre Halle, wo sie Unterricht machen können bei schlechtem Wetter. Ich meine, jetzt kommt eine Gutwetterphase, da kann man auch draußen unterrichten. Aber der SVW Stein muss hier ganz klar als nochmal ein Dank ausgerichtet werden, weil der SVW Stein uns nämlich unten die Umkleidekabinen zur Verfügung stellt, also eine Umkleidekabine und irgendwo noch den einen Bereich, dass wir also Jungs und Mädchen getrennt sich umziehen können und dann eben Sport machen. Und die kommen donnerstags mit der Regelzuweisung. Das heißt, jeden Donnerstag, seit vielen Jahren schon, findet eine Flüchtlingszuweisung in den Main-Kinzig-Kreis statt. Das sind je nach Lage mal 10, mal 20, mal 50. Und jetzt kommen eben insgesamt beinahe 300, weil die ukrainischen Vertriebenen dabei sind. Die werden vom Land Hessen an einem vom Landkreis zu bestimmten Punkt gebracht. Das wird das Busdepot in Langenselbold von den Kreiswerken sein. Und von dort aus werden wir weiter verteilen. Wir werden am Donnerstag nicht nur hier belegen, das langt nicht für 300, sondern auch unsere Unterkunft in Bad Orb, das ehemalige Hotel Spessart, so dass wir da die Personen unterbringen können. Und wir kriegen hoffentlich 2 Tage vorher eine sogenannte Bindungsliste. Und diese Bindungsliste ist für uns ganz wichtig, weil da steht drauf, wer sie sind, die Leute, wie die Familien sind, dass man für die Kabinen schon mal planen kann. Da stehen auch Besonderheiten drauf, wenn man schwerbehinderte Menschen haben, Menschen mit besonders medizinischen Bedarfen. Und dann haben wir knapp einen Tag Zeit, in irgendeiner Form zu reagieren. Und dementsprechend werden wir hier ein ähnliches Verfahren anwenden wie 2015, 2016, wo schon mal ähnliche Größenordnungen in den Main-Kinzig-Kreis zugewiesen wurden. Allerdings deutlich langsamer und deutlich planbarer, als das jetzt der Fall ist. Da wird der Bereich Hilfe für Migranten aufs System setzen. Und das heißt, die Menschen, die hierher kommen, kommen nach Linsengericht, werden von dort aus hierher gebracht und dann hier entsprechend auch registriert, ausgestattet, mit Informationen versorgt. Das Ziel ist immer auch die Standortleitung da mit Personal und ist auch ein Sicherheitsdienst oder 2 Sicherheitsdienste. Wir sind bestrebt, die Hotelsituation in Hanau etwas zu entzerren, denn in Hotels findet keine Betreuung statt. Also dort ist keine Verwaltungsleistung etc., das ist doch nur sehr eingeschränkt. Insofern wird das erste Ziel für Mittelbuch sein. Das Team ist jetzt hier vor Ort, das ist die Lehrerumkleide. Dann haben wir noch einen Wickelraum hinten, das ist die Lehrerumkleide von der Grundschule. Deswegen ist es, glaube ich,
eine minimale Beeinträchtigung, wenn das vielleicht jemand nicht zum geregelten, zu einer geregelten Mittagsversorgung kommt oder vielleicht auch im sportlichen Betrieb die ein oder andere Einschränkung auch ertragen werden muss. Keiner, glaube ich, möchte von uns wirklich mit den Menschen, mit den Familien in der Ukraine derzeit wirklich einfach auch tauschen. Und wenn man auch ein Stück weit Verständnis dafür aufbringt und das auch ein Stück weit akzeptiert, ist das tatsächlich einfach auch eine Form der Solidarität, die wir den Menschen einfach auch ein Stück weit schuldig sind.